Wie gewinnt man einen Handelskrieg? Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen heute vor allem über den Handelskrieg reden. Warum Donald Trump so handelt, wie er handelt und wie Europa angemessen darauf reagieren könnte. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen für Spieltheorie. Er ist Gründer und CEO von TWS Partners und er ist Volkswirt. Herzlich willkommen, Marco Schreiber. Willkommen. Ja. Ja, Herr Schreiber, wie gewinnt man jetzt einen Handelskrieg gegen einen harten Burschen wie Donald Trump? Ja, Handelskrieg gewinnen, da störe ich mich schon mal an dem ersten Begriff, weil das Ziel von allem ist eigentlich Handelskrieg vermeiden. Mhm. Und das Kontraintuitive ist, um ihn zu vermeiden, mit einem harten Burschen wie Trump auf der anderen Seite, muss man bereit sein, ihn zu führen. Ja? Also man hat ein Henne- und Ei-Problem. Also wenn man nicht glaubwürdig ist, im Notfall auch Maßnahmen zu ergreifen, dann lädt man jemanden wie Donald Trump ein, Scheibchen um Scheibchen sich Vorteile zu nehmen oder tatsächlich wirklich einen Handelskrieg vom Zaum zu brechen. Sie haben jetzt schon Führen angesprochen. Das ist ja grundsätzlich nicht so einfach, gerade bei jemandem wie Trump, der eher den Boss macht, der sehr dominant auftritt. Wie führt man denn so jemanden? Muss man dann sozusagen führen, ohne dass er es überhaupt merkt, dass er geführt wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob sich Donald Trump führen lässt. Ja? Mhm. Und ich wäre auch gerne gefragt, ob Donald Trump wirklich so ist oder ob er das alles nur spielt. Und ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sein nächstes Umfeld wirklich weiß. Aber die Tatsache, dass er so ist, wie er ist und sich benimmt, wie er benimmt und keiner weiß, ob er wirklich so ist, das macht das Ganze erst so spannend und so stark für ihn. Ja? Also das ist sozusagen seine Stärke, diese Unberechenbarkeit? In manchen Dingen ist Unberechenbarkeit eine Stärke. Es gibt Verhandlungen, in denen es ist unheimlich wichtig, berechenbar zu sein unter engen Partnern. Also nehmen wir mal die engste Partnerschaft, eine Ehe. Warum geht man eine Ehe ein? Um Commitment von der anderen Seite zu schaffen, Verlässlichkeit und dafür kriegt man Sicherheit und so weiter zurück. Also es gibt Rahmenbedingungen, in denen ist Verlässlichkeit unglaublich wichtig. Sowas wie eine Europäische Union verlangt Commitment, Verlässlichkeit und so weiter. Das sind konstruktive Verhandlungen. Wir würden sagen, man sucht einen Win-Win. Alle sollen als Gewinner davon rausgehen. Ja. Trump ist besonders stark in, was ich sagen würde, in konfrontativen Verhandlungen. Ja. Wenn es für ihn ums Gewinnen geht und er denkt sehr in, der eine gewinnt und der andere verliert. Und Handel, was ja eigentlich auch was Konstruktives sein sollte, sieht er auch im Gewinnen oder Verlieren. Ich mache immer gerne ein Beispiel. Trump hat einen wunderschönen Golfplatz in Irland. Ja? Wenn jetzt ich dort ein Golfwochenende buche, ein wunderbares Erlebnis habe und bei ihm ein paar hundert Euro lasse, bin ich in Handelsverhältnis mit Trump persönlich der Verlierer. Ich gehe mal davon aus, weil er so klug ist und alles weiß, wird er mich nicht als Berater engagieren. Das heißt, ich hätte mit ihm eine unausgeglichene Handelsbilanz. Also wäre ich der Verlierer, ne? In seiner Welt. Ne? In meiner Welt würde ich sagen, Dunbeck, schöner Golfplatz, das war das Wochenende wert. Ja? So. Mhm. Aber er hat diese Logik des Handels, dass aus jedem Handel, mit jedem Kauf, jeder Semmel, ja, der Bäcker und der Kunde eigentlich der Gewinner sein sollte. Mhm. Dieses Denken hat er verlassen. Ja? Okay. Ihm geht es um Zahlen, dass jemand mehr von mir kauft, als ich von ihm. Und okay, ganz kurz, ist der rote Faden jetzt bei ihm diese Unberechenbarkeit? Weil viele werfen ihm ja vor, er ist rüpelhaft, er ist kindisch. Also das sind ja die Klischees, die immer wieder durch die Medien geistern. Aber was er in erster Linie wie eine Schwäche wirkt, aber ist das in Wahrheit sein roter Faden und seine Stärke dann eben, dass er sozusagen ja, einfach die Diva dann sozusagen ist und alle anderen müssen sich dann ihm unterordnen? Es gibt mehrere rote Fäden. Der eine rote Faden ist, um auf den Handel zu kommen, er findet internationalen Handel schlecht. In der Konsequenz hat er keine Angst vor einem Handelskrieg. Ja? Das heißt, niemand ist glaubwürdiger in diesem Dreieck China, Europa, USA und auch innerhalb der NAFTA, dass ein Handelskrieg beginnen würde als Donald Trump. Es ist so ein bisschen in der Welt, okay, entweder einigen wir uns gut und ich kriege viel oder wir machen einen Handelskrieg.
macht mir nichts, dann handeln wir halt weniger. Will ich ohnehin, habe ich meinen Wählern versprochen. Mhm. So. Das ist ja auch klug von ihm, weil er hat das ja sozusagen durchgezogen im Wahlkampf und die Leute, oder nicht alle, aber seine Wähler finden das ja wahrscheinlich gut, weil die sagen, okay, der kämpft sozusagen für uns, der kämpft für Amerika und will, dass Amerika da immer das bestmögliche Ergebnis kriegt. Es ist mal auf alle Fälle politisch klug, weil er politischen Nutzen daraus schlägt. Ob er es jetzt super clever macht oder aus seinem Denken und seinem Sein Vorteile zieht, kann ich nicht sagen. Das zweite Muster, das er hat, also normalerweise würde ich in einer Verhandlung sagen, also zwischen Konzernen mit Partnern, wenn wir wirklich gut kooperieren, kannst du viel gewinnen, ansonsten kannst du dein Geschäft auch verlieren. Ja? Mhm. Also wir versuchen bei unseren Kunden in solchen Verhandlungen eine große Spreizung, würde ich sagen, hinzubekommen. Viel gewinnen, viel verlieren, große Anreize schaffen, zu kooperieren. Trump mit seinem, ich denke mir nichts, mit seinem keine Rahmenbedingungen akzeptieren, mit der Ausstrahlung, ist mir völlig egal, was internationale Organisationen, was ihr von mir denkt und so weiter, ist in der Lage, viel weiter zu gehen. Ja? Also er sagt, entweder kommt ihr mir signifikant entgegen oder ich reiße hier das ganze Haus ein. Das ist sein Muster. Das hat er in der NAFTA gemacht, das macht er mit den Chinesen. 10% Zölle oder 25. Auf eine halbe Milliarde oder auf 500 Milliarden oder auf 2 Billionen, was auch immer. Ich finde gerade die Zahlen. Mit Europa genau das Gleiche. So, er sagt, also er macht auch eine Spreizung, aber für sein Gegenüber zwischen schlecht und sehr schlecht. Und das ist sein Muster. Und das dritte Muster ist sein Sein. Also er ist einfach nicht einschätzbar. Ist er jetzt klug und würde im letzten Schritt, also ökonomisch klug und würde dann einlenken? Oder ist er irre und zieht es durch? Und weil man das nicht weiß, nimmt man es unheimlich ernst. Und das macht ihn in der Verhandlung sehr stark. Jetzt würde mich eine fundamentale Frage interessieren. Man liest ja immer, dass bei einem Handelskrieg alle Seiten verlieren würden. Klingt ja auch erstmal logisch. Allein schon durch das Wort Krieg beschreibt er schon, dass es keine angenehme Situation ist. Aber stimmt das jetzt wirklich? Also, wenn man ein Anhänger des Handels ist und wenn man dem ökonomischen Mainstream, sage ich jetzt mal, dem ich auch anhänge, in der Form folgt, ja, dass Handel was Gutes ist und aus dem Handel jeder gewinnt. Das heißt, wenn Handel dramatisch reduziert wird, wird die Wirtschaft abgewürgt und alle verlieren. Jetzt aber, da reden wir von Volkswirtschaften. Ja? Aber ist Trump die USA? Oder wenn Sie sagen, jeder, ist Trump jemand mit einer eigenen Agenda? Ja? Also erstens würde ich fragen, wahrscheinlich glaubt er nicht, dass das so ist. Also ich habe jetzt zwei Trump-Biografien gelesen und wenn die keinen Murks geschrieben haben, ist er wirklich überzeugt, dass also es gut wäre, wenn die USA weniger Außenhandel hätten. Aber jedes Land, ja. Aber Trump selber, für sich persönlich, kann daraus viel gewinnen. Und das macht auch ihn stark. Und dann gibt es jetzt auch einen Handelskrieg natürlich, den man ein bisschen anfängt und ein bisschen Handel reduziert. Und die andere Seite macht danach schnelle Konzessionen, damit der Handelskrieg nicht sehr viel schlimmer wird. So. Und wenn sich jetzt einseitig Handelsregeln zu Seiten der USA verändern würden, ja, dann könnte man schon sagen, die USA hat mit ein bisschen Einbruch des Handels einen Preis gezahlt, hat aber für alle Zukunft so viel bessere Regeln, ja, dass es das wert war. Und unter den Bedingungen, würde ich sagen, könnte man sagen schon, es gibt auch Sieger in einem Handelskrieg, auch langfristig und auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Wenn wir jetzt mal die Brücke zu China machen, also wir Europäer schauen so auf uns, wenn man amerikanische Zeitungen liest, also das Handelsthema in den USA ist ein China-Thema. Ja? Und die Stimmung, einen Handelskrieg auch einzugehen, ist gar nicht so negativ, wenn es um China geht. Ja? Europa wird als so ein Trumpismus, ja? Als so ein Nebenschauplatz, und das ist halt sein Spleen angesehen, und das sollte man eher nicht machen, wenn man durch die Wirtschaftspresse geht. Aber dass man mit China eine Frage sehr grundsätzlich austragen muss, ja? Da steht die Presse und der Mainstream schon viel mehr hinter China. Und auch wir sollten uns fragen, also die Chinesen nützen die WTO-Regeln, die sie noch als Schwellenland bekommen haben, sehr extrem aus. Clown-Patente zwingen uns in Joint Venture, in einen Technologietransfer.
Und ja, ein Handelskrieg hat kurzfristig mit China auch enorme Nachteile. Wir könnten einen Konjunktureinbruch bekommen und so weiter. Aber es kann auch wert sein, manche Fragen mal grundsätzlich auszutragen und danach Dekaden davon zu profitieren. Bei dem Duell China-USA geht es ja um nichts anderes als die Weltherrschaft. Also da geht es ja jetzt wirklich um die Vorherrschaft, wer die Nummer eins ist. Also ob die USA die Nummer eins bleiben oder ob China jetzt vielleicht doch angreift. Wie könnte sich das denn hochschaukeln? Vielleicht ein ganz kurzes mal Resümee von Ihnen, was bisher passiert ist. Weil man liest ja im Endeffekt alle paar Tage, Trump macht jetzt das und China reagiert so und so. Also was ist jetzt eigentlich unter dem Strich schon passiert und was würde jetzt passieren, wenn sich das einfach immer weiter hochschaukelt? Na gut, also zwischen China und USA, Trump hat auf so und so viel 100 Milliarden Zölle erhoben. Die Chinesen, die ja nicht so viel von den USA importieren, haben in etwa gleicher Menge reagiert mit dem gleichen Steuersatz, Zollsatz. Und jetzt haben die USA halt in diesem Schritt davon profitiert, dass sie sehr viel mehr aus China importieren und haben das auf eine viel weitere Menge angewendet und die Steuersätze nochmal erhöht. Die Chinesen konnten jetzt auf die kleinere Menge nochmal reagieren mit den höheren Zollsätzen. Ja. Aber letztendlich haben die Chinesen, weil sie nicht so viel aus den USA importieren, jetzt nicht die Mittel, genauso zu antworten. Mhm. Was sie machen können, ist ganz gezielt auf Trump-Wähler in Swing States zu gehen, also in Staaten, die genau zwischen Demokraten und Republikanern sind und sagen, okay, diese Agrarprodukte oder diese Schlüsselindustrien, da importieren wir nichts mehr, sodass es ein Zünglein an der Waage wären. Also das haben die, dass die dann nervös werden können. Dass da Wähler dann mit Blick auf ihre eigene Zukunft ein bisschen mehr wackeln. Aber im Prinzip haben beide Seiten die ersten Schritte gemacht und es ist ja alles noch in hohem Maße ein Signalspiel. Also die Zölle wurden erhoben und dann nochmal ausgesetzt, ja, während der Gespräche. Ja. Also manche zählen, aber die wirklich großen Schritte sind ausgesetzt. Also momentan posen beide Seiten ja, und zeigen, dass sie bereit sind, sich auf den Konflikt einzulassen. Keine will und kann sich ein Zeichen der Schwäche leisten, sonst bei dem Typus Trump würde er es nur ausnutzen. Ja. China wirkt ja von außen immer recht, ja, undurchschaubar, aber auch entspannter, rationaler vielleicht auch. Ist das wirklich so oder ist das auch Taktik? Ich bin jetzt kein China-Experte. Also ich glaube schon, dass sie sehr viel rationaler sind, weil sie ja nicht sich der Öffentlichkeit so stellen müssen. Die haben einen ganz langfristigen Plan, ja, der auf Wachstum muss nicht unbedingt was Gutes für die Bevölkerung sein, also wenn es Staatskapitalismus statt eine Marktwirtschaft von unten ist, aber denen geht es um klare Ziele und die sind relativ rational. So. Wie die mit dem Thema umgehen, das ist schwer zu sagen, weil da gibt es wieder mehrere Spiele. Das eine ist, will ich kurzfristig die Konjunktur in China nicht abwürgen? Ja? Da muss ich mich als chinesischer Staatspräsident schnell einigen, die chinesische Konjunktur wackelt. Das ist ja immer das Zentrale eigentlich bei der Spieltheorie, erstmal zu klären, was das Spiel überhaupt genau ist, oder? So. Und meistens, in Realität, gibt es auf mehreren Ebenen, in mehreren Schichten mehrere Spiele. Das zweite Spiel ist, und das viel Entscheidendere, Sie haben gesagt Weltherrschaft, also will ich, wenn ich jetzt hier Schwäche zeige, lade ich die andere Seite ein, das nächste Thema anzupacken. Ja? Also hat die Konzessionsbereitschaft einen Preis, dass die nächste Box aufgemacht wird. Und das nächste Thema ist, bin ich auch auf der Chinesen, also rein wirtschaftlich gesehen, also das hätte ich jetzt geopolitisch gesehen und dann auf einer wirtschaftspolitischen Ebene gibt es eben auch das kurzfristige Spiel, 2-3 Jahre oder das langfristige. Und momentan sind die internationalen Handelsregeln sehr zugunsten der Chinesen. Ja? Wenn die jetzt sagen, ach, wir lassen es drauf ankommen, in 1,5 Jahren sind Wahlen in den USA, wenn die Konjunktur in China, in den USA auch einbricht, mal sehen, ob er die Wahlen gewinnt. Also, und mit einem anderen Präsidenten werden wir uns schon irgendwie einigen. Könnte auch ein Spiel sein. Aber weiß ich, was in den Köpfen der Chinesen vorgeht? Nein. Jetzt habe ich in der Vorbereitung einen Satz von Ihnen gelesen. Wie können wir Spiele vermeiden, in denen wir systematisch einen strategischen Nachteil haben? Und wenn diese Spiele unvermeidbar sind, wie kann man dann die eigenen Karten optimal ausspielen? Also das sind jetzt zwei Fragen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage,
Wer hat denn jetzt einen systematischen Nachteil, wenn wir uns jetzt diese wirtschaftlichen Zusammenhänge anschauen? Und wie wäre es jetzt überhaupt möglich, so ein Spiel zu vermeiden? Also man kann Trump ja theoretisch ignorieren, aber das wird einen ja auch nicht weiterbringen. Also gut, wenn mir ein Spiel aufgezwungen wird, kann ich es nicht vermeiden. Ja, machen wir aber erstmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich Spieltheorie? Und wir haben eben also viele die Leute, die jetzt nicht Ökonomie studiert haben, werden sich fragen, was soll der Begriff mit Spiel? Also Spieltheorie beschäftigt sich mit rationalem Verhalten, rationales Verhalten, in Situationen von strategischer Interaktion. Was heißt das, strategische Interaktion? Das heißt, ich mache was, dann machst du was, darauf reagiere ich, dann du und ich. So. Das kann man wunderbar für ein sogenanntes Antizipationsspiel. Also ich kann voraussehen, wenn ich einen rationalen Schritt mache, wie beim Schach, ein paar Spiele, paar Züge mehr vorausdenken, was passiert, wenn ich ziehe, dann und so weiter und so fort. Und wenn ich auf Spiele gucke und genügend vorausdenke und sage, also wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann kann ich nicht gewinnen, ja, dann mache ich es halt am besten gar nicht. Also auf wirtschaftliche Belange bezogen, also wenn ich, wir würden es Markteintrittsspiele nennen, also wenn ich sage, oh, am südamerikanischen Markt kann ich ganz wunderbar Geld verdienen, da muss ich doch rein. Ja? Und wenn ich aber dann sage, okay, ich mache den ersten Schritt, dann machen meine potenziellen Kunden das, dann machen meine Konkurrenten das, dann mache ich wieder das und ich merke, wenn ich einige Runden durchgehe, ich werde hier nie Geld verdienen, dann lasse ich es am besten sein. So. Das heißt also, ein Spiel vermeiden kann eine wunderbare Strategie sein. Manche Spiele kann ich aber nicht vermeiden, sprich, ich möchte Handel haben und wenn der andere einfach irgendwie einen Konflikt aufzwingt, dann komme ich nicht drum rum. Dann kann ich ein Spiel verändern. Wie kann ich ein Spiel verändern? Wenn das nicht zu machistisch ist, dann würde ich jetzt mal ein Beispiel sagen, die viele Männer kennen Diskussionen mit dem Partner, wohin man in Urlaub fährt. Ja? Mann sagt, ich hätte gerne irgendwas, wo ich gerne Sport machen würde und das und das und das. Frau sagt, ich bin so erschöpft, ich würde mich gerne total relaxen. Jetzt dann, ist Peter auch wieder wach, wenn es um das Thema geht. Dann kommt es zu normalen Diskussionen und so weiter. Frau macht Diskussion auf. Du siehst gar nicht, wie erschöpft ich durch die Kinder bin. Du schätzt gar nicht, was ich tue für meinen Haushalt. Ich verdiene kein Geld, du liebst mich nicht und so weiter. Was passiert? Mann sagt, weißt du was, wir buchen, was du willst. Schatz, ich liebe dich, wir machen, was du willst. Was ist passiert? Die Spielebene ist völlig geändert worden. Ja? Also in dem einen Spiel war es Ping-Pong hin und her. Ich mache eine andere Ebene auf, verändere die Spielregel und gewinne. Ja? So. Ein Klassiker zum Schmunzeln, nicht zu machistisch gemeint. Was heißt das jetzt? Ganz kurz, wie würde man denn richtig drauf reagieren? Oder was heißt richtig, wenn man sich jetzt, als Mann ist das ja in dieser Situation nicht einfach. Was macht man dann? Ich verliere das zu Hause immer. Also ich würde es gerne auch wissen. Das kennen wir alle. Aber vermeiden lässt sich in dem Sinne ja auch nicht, oder? Also man kann ja nicht einfach sagen, ja. Vielleicht, ich habe auch das andere, also in dem Moment reagieren halt dann viele emotional, vielleicht den Schritt zurückgehen und sehen, dass gerade ein neues Spiel beginnt, dass man wiederum nicht gewinnen kann, deswegen sich vielleicht zurückziehen und neu anfangen. Ja. Okay. Ja, also das ist eine Debatte, die ich nicht gewinnen kann und noch nie gewonnen habe. So. Zurück zur EU beispielsweise. Ja. Wenn ich jetzt mir Trump anschaue, den Konflikt mit den USA, wenn sie wirklich Zölle auf die Autos erheben wollen. Was wollen wir gewinnen? Ich weiß nicht. Was wir aber sehr wohl machen könnten, wir könnten die Struktur des Spiels verändern. Mit China haben die USA einen echten Punkt und wir haben genau das gleiche Problem. China zieht systematisch Know-how ab, China subventioniert Exporte, China zwingt uns in Joint Venture. Wir haben keine ausgeglichene Handelsbilanz. Also wir haben auch ein Thema. Wir als Demokratie scheuen uns, weil wir auch von unseren Führungspersönlichkeiten viel konfliktscheuer sind, ganz dramatisch uns darauf auf einen Konflikt mit China einzulassen. Wenn wir nicht konfliktbereit sind, dann wissen die Chinesen, dass sie nichts ändern müssen. So, hier wäre eine Möglichkeit, so sehr uns das widerstrebt, wenn uns Trump widerstrebt, zu sagen, also lieber Herr Trump, wir haben doch eigentlich ein gemeinsames Problem und wir sind doch eigentlich Alliierte. Ja? Was zwischen uns ein Problem ist, ist wirklich eine absolute Kleinigkeit. Lassen Sie uns das Problem China gemeinsam angehen, weil wenn die USA und EU in Bezug auf China symmetrisch handeln,
dann haben wir einen ganz anderen Hebel auf China. Wir sind noch glaubwürdiger. Die Chinesen können sich noch weniger erlauben, das ganz langfristige Spiel zu spielen oder das geostrategische. Und wir schaffen eine völlig andere Atmosphäre und Brücke mit den Amerikanern und lenken von unserem Konflikt ab. Also wenn ich Verantwortung hätte oder man auf meinen Rat hören würde, würde ich versuchen, die Struktur des Ganzen von einem Konflikt USA-Europa, USA-China, es so zu verändern, dass ich sage, wir haben eigentlich ein gemeinsames Thema, gehen wir doch China gemeinsam an. Für wie wahrscheinlich halten Sie das im Moment, dass das gemacht wird? Also ja, die Stimmung ist ja schwierig einzuschätzen. Trump wird ja durchaus kritisch gesehen, aber China wird ja auch kritisch gesehen. Also ist das jetzt realistisch, dass man sozusagen dieses gemeinsame Feindbild aufbaut? Also ich glaube, erstens ist die EU gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Das ist das nächste Problem, also, ja. Also die EU ist eigentlich gegenüber den Amerikanern relativ stark. Also man darf ja auch nicht, also EU ist schon wieder, wer spielt. Ja? Also es gibt die EU, Handelsfragen sind in der Kommission aufgehängt. Das Importthema ist für Trump ein Autothema und das ist in hohem Maße ein deutsches Autothema. Ja? Also die anderen europäischen Hersteller exportieren nicht so viele Autos und nicht so viele Teile in die USA. Von daher ist es für die anderen europäischen Staatschefs auch relativ einfach, stur zu sein. Ja? Also ich zusammenfassend, ich glaube, EU beschäftigt sich gerade mit sich selbst, mit den Briten, ja, und haben keine gemeinsame Strategie. Ja. Eine Möglichkeit, das ganze Thema schneller vom Tisch zu bringen, wäre auch zu sagen, also liebe Amerikaner, wisst ihr was, wir reduzieren alle Zölle auf eure Autos. Ich bin mir nicht sicher, ob die so viel mehr von ihren Spritschleudern hier verkaufen würden. Ja? Aber es würde das ganze Konfrontative rausnehmen. Es, also würde ihm den kleinen Sieg, es würde ihm einen kleinen Sieg geben. Ja? Im Endeffekt geht es ja vor den Wahlen darum, was er jetzt gerade verkaufen kann. Er hat seinen Sieg, er kann seinen Leuten was erzählen und wir haben das Ganze auf ganz kleiner Flamme. Ja? Aber letztendlich muss man sich... muss man glaubwürdig sein, auch in einen stärkeren Konflikt zu gehen. Und das bedeutet im Notfall einen ganz großen Konflikt zu führen, nämlich da, wo es den USA wehtut, nämlich bei den Internetkonzernen. Trump spricht immer vom Handel. Handel sind Güter, die rüberfahren. Tatsächlich ist die Handelsbilanz zwischen USA und Europa nicht ausgeglichen. Wenn wir uns aber Dienstleistungen anschauen, wenn wir uns die Lizenzen, die Internetkonzerne in Europa verdienen und die Konzerne, die Gewinne, die sie hier anhäufen, dann ist die Bilanz eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, also das wäre ja das ultimative Druckmittel, wenn man jetzt mal theoretisch annimmt. Also in der Praxis wäre es wahrscheinlich schwer umzusetzen, aber nehmen wir mal an, Europa würde jetzt Apple-Handys verbieten, würde Facebook verbieten, würde Google verbieten und würde Amazon verbieten. Dann hätten die USA schon durchaus ein Problem, also oder? Also erstens hätten sie ein Problem, wir müssen ja nicht verbieten. Ja, wir würden unsere Lebensqualität ja deutlich reduzieren. Klar, das ja wäre das Problem, dass die Leute wahrscheinlich das grundsätzlich nicht so gut finden würden. Aber es gibt ja auch gute Gründe, sich diese großen Konzerne anzuschauen. Also Google hat ein Monopol. Ja, es ist in hohem Maße ein natürliches Monopol. Brauche ich zwei Googles auf der Welt? Nicht zwingend, so wie ich nicht zwei Schienen zwischen München und Frankfurt brauche, ja, über die Züge fahren. Allerdings kann ich den Amerikanern auch nicht auf Dauer erlauben, Monopolrenten aus Europa abzuschöpfen. Also haben wir ein Thema, das wir hier irgendwie angehen müssen. Ja? Die Franzosen sind ja sehr viel mehr auf der Seite. Die Amerikaner mit Zöllen oder irgendwelchen anderen Gebühren auf ihre großen Internetkonzerne anzugehen. Die Deutschen sind sehr viel vorsichtiger. Warum? Weil sie die Antwort von den Amerikanern auf die Autos fürchten. Ja? Mhm. Und da sehen wir die Uneinigkeit der Europäer, was wiederum die Schwäche der Europäer ist. Mhm. Was mich grundsätzlich interessieren würde, weil Sie vorher von rational das schon angesprochen haben, das ist ja die Annahme, dass jeder immer rational reagiert, aber es stecken ja immer Menschen dahinter. Also Trump ist jetzt das beste Beispiel, dass man eben nicht sagen kann, okay, wenn wir jetzt das machen, macht er wahrscheinlich das, sondern ist ja eine gewisse Unberechenbarkeit. Und es gibt ja auch Studien oder Beispiele, wenn zum Beispiel zwei Menschen sollen sich 10 Euro aufteilen, der eine würde 2 kriegen, der andere 8, dann ist natürlich der eine der Depp sozusagen, der nur 2 kriegt, aber trotzdem
müsst das ja machen, weil sonst 2 Euro haben oder 0 Euro haben, ist ja auch sozusagen eigentlich rational, offensichtlich. Aber bei solchen Experimenten kommt der dann oft raus, dass der dann die 2 Euro auch nicht will, wenn er weiß, dass der andere 8 kriegt. Also man sieht ja, dass Menschen oft nicht rational handeln. An der Börse sieht man das ja auch immer wieder, okay, dass einem da ständig Fehler passieren. Also würde mich mal interessieren, wie ist denn das in der Spieltheorie? Also wie gesagt, in der Theorie ist es klar, aber in der praktischen Umsetzung, also wie rational wird denn da wirklich gehandelt am Ende? Okay, ist eine spannende Frage. Also erstens, die Frage ist, was ist rational? Es geht ja nicht nur immer um Geld, es geht ja auch um Ehre. Also unsere Methodik funktioniert ganz wunderbar unter Konzernen, wenn auf der anderen Seite nicht der Eigentümer ist und aus einer klassischen rationalen Kultur kommt. Sagen wir mal eine westliche, nördlich-westlich, also USA, West-Nordeuropa. Und wenn auf der anderen Seite angestellte Manager sind. Warum? Der angestellte Manager mag seine Emotionen haben und seine Agenda, aber durch die Gremien um ihn herum wird er dazu gezwungen, das zu machen, was für den Konzern auf der anderen Seite am besten ist. Ja? Das heißt, er hat den Druck, das, was er denkt, was er fühlt, zurückzulassen. Also das Ego dann rauszunehmen. Das Ego. Sozusagen. Die zweite Sache ist rational. Es geht ja nicht nur ums Geld. Manchen Leuten ist Ehre wichtiger als, als Geld. Sie sprachen das, was wir Ultimatumspiel nennen, an. Das ist so, man bietet jemandem an, hier sind 10, es liegen 100 Euro auf dem Tisch. Wenn sich die zwei Parteien einigen, wie sie teilen, werden sie geteilt. Wenn sie sich nicht einigen, werden sie vom Tisch genommen. Und eine Seite darf ein Angebot machen. Wenn jetzt in einer eher amerikanischen rationalen Kultur einer sagt, wir machen 80-20, sagt der andere mit 20, wie sie gesagt haben, 20 ist besser als nichts, nehme ich. Man hat die Experimente in Kulturen wie Japan, in muslimischen Kulturen gemacht, mit Soldaten, die einen Dollar am Tag verdienen. Ja? Und die haben sich die Angebote gemacht. Und da war plötzlich, waren Quoten, die in Westeuropa, in den USA ankamen, kamen nicht mehr durch, obwohl es den anderen richtig wehgetan hat. Aber die Ehre war so wichtig, dass man sagt, das kann ich nicht annehmen. Das heißt, unter 50-50 wurde da nichts gemacht? Nein, doch. Also derjenige, der das Angebot machen konnte, war schon okay. Aber während, wie gesagt, im Westen vielleicht bei 90-10 es langsam kippt, kippt es dort bei 70-30. Ja? Also es gibt andere Quoten. Zum Beispiel in unserem Geschäft bedeutet das, dass, und das ist ist Rationalität immer ein Vorteil, wenn unsere Kunden japanische Geschäftspartner vor sich haben, die sehr über Kultur, Tradition, ungeschriebene Regeln kommen, dann sagen die immer, wir machen das, aber es darf nicht so aussehen, ja? Damit die sich nicht in so einen rationalen Rahmen gepresst fühlen. Das heißt also, irgendwas, was wir jetzt als scheinbar irrational sehen, kann auch eine Waffe sein, ja? Weil man weniger berechenbar ist. Und bei einem wichtigen Punkt, nämlich Konfliktbereitschaft und Abschreckung, ist mangelnde Berechenbarkeit ein echter Wert. Ich mache ein für uns alles wichtiges Beispiel. Warum besitzt jemand Atomwaffen? Um sie nicht zu benutzen. Das ist die Idee einer Atomwaffe. Ich habe eine, damit ich sie nicht benutzen muss, damit der andere sie nicht benutzt. Die Abschreckungswirkung existiert aber nur, wenn der andere glaubt, dass ich sie benutzen würde. Und das, obwohl er weiß, dass ich sie habe, um sie nicht zu benutzen. Das heißt also, wie kriege ich es hin, dass der andere glaubt, dass ich sie benutzen würde, obwohl ich sie auf keinen Fall benutzen will. Machen wir einen kleinen Sprung zum Ukraine-Konflikt. Obama, wenn Sie ein russischer Präsident sind, rationaler Obama, friedensorientiert, glauben Sie, dass Sie, haben Sie irgendeine Angst, dass wegen dem Ukraine-Konflikt es zu einer nuklearen Eskalation kommt? Ich glaube, das unterstelle ich jetzt, hatten wir nicht. Wenn Sie jetzt einen Irren auf der anderen Seite haben oder einen Unberechenbaren, dann sind Sie sich schon wieder nicht mehr so sicher. Das heißt also, ein Trump, und das ist so kontraintuitiv, ja, ein Trump durch seine Unberechenbarkeit macht die Konfliktbereitschaft der anderen Seite, reduziert die Konfliktbereitschaft der anderen Seite ganz dramatisch, weil er nicht mehr weiß, wie die andere Seite reagiert. Ja? Also entweder Konfliktbereitschaft
oder Nichtberechenbarkeit kann eine echte Waffe sein. Und das können wir jetzt auch auf den Handelskrieg übertragen. Wir wissen, dass Trump nicht berechenbar ist und konfliktbereit. Und das macht ihn unglaublich stark. Mhm. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Zwei Begriffe, die grundsätzlich in der Spieltheorie sehr wichtig sind, dass wir die vielleicht noch mal kurz erklären. Und zwar Chicken Game und Tit for Tat, was auch eine Rolle spielt. Was steckt da genau dahinter? Okay. Sie fragen zum perfekten Zeitpunkt. Ich hätte jetzt die beiden Begriffe genannt. Also was ist das Chicken Game? War nicht abgesprochen übrigens. Was ist das Chicken Game? Das ist das Chicken im Englischen, der Feigling. Das ist das Feiglingsspiel. Die Älteren unter uns, Sie wahrscheinlich nicht mehr, ich schon noch. James Dean Film, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Das, zwei Autos rennen, fahren aufeinander zu. Der, der als Erster ausweicht, hat verloren. Ja? So. Also, was ist jetzt das Spiel dahinter? Ein Crash ist für beide eine Katastrophe. Ja? Das ist richtiges Lose-Lose. Mhm. Wenn einer ausweicht und der andere vorbeifährt, hat der eine einen Sieg, der andere ist der Verlierer, das Chicken. Mhm. Gut, wie komme ich aus dem Spiel raus? Ich komme aus dem Spiel raus, oder wer gewinnt das Spiel? Der, der glaubwürdiger ist, dass er nicht ausweicht. Mhm. Also wer es glaubwürdiger auf einen Crash ankommen lässt. Und jetzt stellen wir uns in einem Auto wieder Herrn Trump, der ja irgendwie einen Crash im internationalen Handel ohnehin will, den wir alle für ein bisschen Gaga halten, ja? Der sich auch noch für unglaublich stark hält in seinem Auto. Und auf der anderen Seite eine demokratische, zögerliche Europäische Union, die aufeinander zufährt. Wer glauben wir weicht aus? Wer glaubt, Trump weicht aus? Also mal blöd gefragt, kann Trump eigentlich gar nicht verlieren? Und das ist in diesem speziellen Spiel um Handel seine wirklich besondere Waffe. Er gewinnt so oder so. Er will den Crash. Und wenn er nicht den Crash bekommt, dann kann er von der anderen Seite unheimlich viel fordern. Deswegen, weil er eigentlich nur gewinnen kann. Also er stellt extreme Forderungen, das wäre unser Ausweichen. Oder er sagt, ich lasse es krachen. Das wollte ich eh. Ich stelle das übrigens bei Einstellungen, wenn sich Leute bei uns immer bewerben, wie komme ich aus dem Chicken Game raus? Das ist eine beliebte Frage bei uns. In unserer Sprache, man muss Commitment schaffen, Verbindlichkeit, dass ich nicht ausweiche. Das Bild dazu ist, ich nehme mein Lenkrad und schmeiße es aus dem Fenster. Das heißt, wenn der andere kein Selbstmörder ist, sagt er sich, okay, verlieren ist doof, sterben ist schlechter, ich weich aus. Also diese Methode und diesen Gedanken, den muss ich auf die richtige Welt übertragen. Haben übrigens die Europäer in den Verhandlungen mit den Briten, finde ich, relativ gut gemacht. Die haben Herrn Barnier gesagt, verhandle. Es gibt drei Sachen, zu denen du nicht Ja sagen darfst, zum Beispiel zu einer neuen Grenze in Nordirland. Und jetzt ziehen wir uns zurück. Und Herr Barnier war wie ein Zug, nicht mehr wie ein Auto, sondern wie ein Zug auf Schienen, der da draufbleiben musste und nicht ausweichen konnte. Und Frau May ist vor dem Zug rumgesprungen und hat getanzt und gesagt, wir das und das. Und Barnier hat gesagt, nein, 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 nein. Und das hat von der Verhandlungsmacht die EU sehr stark gemacht. Ja. Ob sie irgendwas anderes hätte geschickter oder sanfter machen sollen, ist eine andere Frage. Aber sie haben ihre Karten richtig gut ausgespielt. Da haben sie mal genau das gemacht, was Trump mit uns auf anderer Ebene macht. Kann man eigentlich sagen, in der Spieltheorie gewinnt der Wahrscheinliche, der auch schon den ersten Schritt macht, der in die Offensive kommt, der einfach mal den anderen schon vor Tatsachen stellt, weil dann ist der ja automatisch schon mal in der Defensive. Also, oder kann das auch schief gehen? Die Spieltheorie gibt es nicht. Es gibt völlig verschiedene. Es gibt Spiele, die einmal gespielt werden, wiederholte Spiele. Es gibt parallele Spiele. Es gibt Spiele, die sequenziell sind und so weiter und so fort. Man kann aber sagen, in ganz vielen Situationen ist der, der den ersten Schritt macht, im Vorteil. Ja? Insbesondere in sogenannten sequenziellen Spielen. Das heißt also, wenn man Abzweigungen wählt, dann scheidet ja die Welt auf der anderen Seite der Abzweigung schon aus. Ja? Und wenn Trump die erste Abzweigung bestimmt und die Agenda setzt, nach der wir uns beschäftigen müssen, ja, ist er in diesem Fall im extremen Vorteil. Und er setzt ja die Agenda nicht nur strategisch gut in dem Fall, sondern auch, er hat, man würde im Englischen sagen, einen guten Drumbeat. Also über seinen Twittern, alle Medien, wir reden darüber, ja, alle beschäftigen sich um ihn. Und diese Fähigkeit, mit den Medien zu spielen und die Agenda zu setzen, macht ihn unglaublich stark. Ja. Tit for Tat.
Also Tit for Tat ist das, worüber wir vorhin eigentlich gerade in der Abschreckung gesprochen haben. Also Tit for Tat ist, wie du mir, so ich dir. Mhm. Ja? Also immer für Gleichgewicht, um Krieg zu vermeiden. Ja? Deswegen also rüstet man auf, also die Römer haben schon gesagt, willst du den Frieden, rüste für den Krieg. Ja? Mhm. In dem Fall, in einem Handelskonflikt, ich muss glaubwürdig sein, dass wenn der andere Zölle bei mir erhebt, ich Zölle bei ihm erhebe. Ja? Jetzt wieder wie im Friedensfall, wir wollen alle keinen Konflikt. Ja? Also wie komme ich aus der Situation, wenn der andere eine Grenze überschreitet, dass wir uns hochschaukeln, wie jetzt gerade die Chinesen und die Amerikaner machen, mehr Zölle, höhere Zölle, mehr und mehr und mehr. Deswegen ist eine Strategie Tit for Tat. Das heißt also, die erste Überschreitung lasse ich stehen. Ich gebe dem Trump seinen Sieg. Ja, und sage, okay, du kriegst Zollfreiheit, erhöhe halt die Zölle ein bisschen. Das ist für uns Europäer unterm Strich zwar negativ, aber viel weniger schlimm, als wenn wir in einen wirklichen Handelskrieg gehen. Jetzt müssen wir aber vermeiden, dass Trump sagt, oh prima, dann hole ich mir das nächste Scheibchen und das nächste Scheibchen und das nächste Scheibchen. Deswegen müssen wir glaubwürdig sein, dass wir an irgendeinem Punkt wirklich reagieren. Deswegen also, wir reagieren nicht sofort auf die erste Überschreitung, sondern wenn eine, die zweite oder wenn eine Grenze erreicht ist. Und wenn ich in der Verantwortung wäre, wieder, würde ich ein richtig schmerzhaftes Maßnahmenpaket vorbereiten für den Fall, dass eine Grenze überschritten wird. Und da würde ich dann die Internetkonzerne mit reinnehmen und so weiter und so fort. Also nicht Schräubchen, dann schaukelt sich das so hoch und man kommt nicht mehr raus. Ja. Es gibt ja auch das sogenannte Einmalspiel, also den Showdown sozusagen. Muss man den, bevor man jetzt, sag ich mal, sich zu sehr in die Defensive drängen lässt oder vielleicht sogar aufgibt, muss man dann nicht sogar den Showdown riskieren? Das ist ja wie beim Pokern, dass man dann sozusagen der droht oder der sehr stark aussieht, aber dann auch wirklich mal beweisen muss, ob er wirklich so stark ist? Oder ist das dann unterm Strich, endet das dann in einer Vollkatastrophe? Also das Chicken Game ist ein Showdown, da treffen wir uns. Ja? Aber sozusagen bis zum Ende dann, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich sehen, ob du durchziehst oder ob du einfach jetzt nur. Also das ist so die Mischung tust. Aus Glaubwürdigkeit schaffen, um den Frieden zu bewahren. Ja? Also manchmal muss ich Stärke zeigen, damit ich es nicht wirklich im großen Maße machen muss. Ja? Und wir Ökonomen würden das oder Spieltheoretiker würden es ein gemischtes Gleichgewicht nennen. Das ist wie beim Sport. Beim Elfmeter, wenn jemand eine Lieblingsecke hat, ja, und immer in seine Lieblingsecke schießt, dann stellt sich der Torwart dorthin und fängt den Ball. Also muss ich auch manchmal dahin schießen, wo ich gar nicht so gern hinschieße, ja, damit das Gleichgewicht herrscht. Und wir wollen alle keinen Handelskrieg, ja, aber wenn wir immer nur wir sind Tauben spielen, also wir lassen uns, egal was man mit uns macht, wir bleiben die Tauben, ja, dann laden wir die Falken ein. Ja? So, deswegen müssen wir ab und zu, obwohl wir es nicht wollen und keine Sinn, die Falken sein, um Tauben sein zu können. Ne? Wie lässt sich das denn eigentlich auf die Geschäftswelt übertragen? Also das gilt ja eigentlich für Unternehmen auch, oder? Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Startup bin oder wenn es jetzt ein Duell gibt, sage ich mal, nehmen wir jetzt mal bei Autobauern oder und so weiter und so fort. Aus dem militärischen Bereich kennt man das ja auch. Lässt sich das so eins zu eins übertragen oder ist das dann wieder eine ganz andere Welt? Also dieses Beispiel, da fallen mir jetzt enge Partnerschaften ein. Ja? Also gerade in der Automobilindustrie, es gibt ganz, ganz enge Partnerschaften. Und jeder von beiden weiß den Vorteil dieser Partnerschaft zu schätzen. Ja? Also deutsche Autobauer wollen Luxusautos bauen, deswegen brauchen sie eigentlich die Besten. Diese Besten kennen den Konzern, kennen die Technologie, haben die Technologie. Diesen Partner zu wechseln, wäre mit enormen Kosten verbunden. Das weiß der auch. Deswegen, wenn die Partnerschaft auf einer Plattform mal begonnen hat, kann der Schräubchen um Schräubchen um Schräubchen um Schräubchen sich mehr und mehr rausnehmen. So. Er weiß ganz genau, für meinen Kunden, den Autobauer, wäre es so schmerzhaft, mich loszuwerden und einen großen Schritt zu machen. So, und das ist, also in dem Fall ist der Lieferant, ist der Trump, der sich Scheibchen um Scheibchen nimmt, ja? Und der Autobauer ist der den Frieden will, weil er weiß, diesen Riesenschritt, der täte mir wahnsinnig weh. Aber manchmal muss ich auch mit meinem Partner
den Konflikt eingehen und ihm wehtun und dabei mir wehtun, und, um ihm zu signalisieren, dass er in der Partnerschaft nicht permanent so weit geht. Ja, da sind wir genau wieder in diesem gemischten Gleichgewicht. Ja, also man kann die Bilder, sonst würden wir nicht überleben als Firma. Man kann diese Gedanken auf die verschiedensten Herausforderungen in der Geschäftswelt übertragen. Wo kommt denn diese Spieltheorie eigentlich her? Also ich meine, die gibt es ja gewissermaßen, seit es Menschen gibt, weil es ja immer schon Konflikte gibt. Aber wo ist das eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgetaucht und wie ist das dann sozusagen in Fahrt gekommen? Weil es ist ja eine Wissenschaft für sich. Also Spieltheorie war ursprünglich eine mathematische Wissenschaft, die sich mit Gleichgewichten beschäftigt hat. Also die erste Anwendung waren Mathematiker im Zweiten Weltkrieg, die für die englische Marine mit Algorithmen und Antizipationsspielen berechnet haben, wohin die deutschen U-Boote fahren. Also wenn ihre Schiffe dahin fahren, dann fahren die da. Und sie haben 3-4 Züge vorausgedacht und haben die Trefferquoten erhöht. Für die Briten war es danach, als sie Enigma geknackt haben, natürlich noch angenehmer. Dann wussten sie, dann konnten sie schon warten, wo die hinfahren. Aber das war das erste Anwendungsgebiet. Das zweite Anwendungsgebiet war, wir haben schon über Abschreckung vorhin gesprochen, die sogenannte RAND Corporation in den USA, ein konservativer Think Tank, der sich damit beschäftigt hat, ob die nukleare Abschreckung funktioniert, ob das ein stabiles Gleichgewicht ist. Ja? Also die Spieltheorie soll ja keine Zockerei sein. Und wenn Atomwaffen im Spiel sind, umso weniger. Also da ging es um Stabilität dieses Systems der nuklearen Abschreckung. Wie vermeide ich, in eine Eskalation zu kommen? Und wir haben auch uns gerade über Rationalität unterhalten. In der Phase war es so besonders, dass man einen sehr rationalen, berechenbaren Gegenspieler, nämlich die Sowjetunion als Gegenüber hatte, die man auch irgendwie einigermaßen verstanden hat. Ja? Vielleicht mehr als wir jetzt gerade vorhin haben über die Chinesen gesprochen, ja? Sind wir uns nicht so sicher. Ja? Deswegen kam man zu Ergebnis und letztendlich hat es auch funktioniert, ja? Zu sagen, also das System der nuklearen Abschreckung ist ein stabiles System, wenn ich einen rationalen, also einen und einen rationalen Gegenspieler habe. Mit der Zeit haben dann die Ökonomen die Spieltheorie gekapert und gesagt, okay, wie kann ich einen Rahmen bauen, in dem sich die anderen zu meinem Vorteil bewegen? Wie kann ich Probleme antizipieren? Wir haben vorhin über Markteintrittsspiele gespielt. Wir haben Kunden aus der Pharmaindustrie, deren Patente auslaufen und die sich fragen, okay, stelle ich mich jetzt dem Generikamarkt oder dem Biosimilarmarkt und lasse mich auf den Preiskrieg ein? Oder bleibe ich ein bisschen exklusiver und verlasse mich auf die Kunden und Patienten, die meine Marke, die mir vertrauen, weil sie damit immer kamen? Die können ja nicht mehr zurück. Also müssen die einmal simulieren, wie sich der Markt dynamisch in mehreren Runden über mehrere Jahre entwickelt und dann eine Entscheidung trifft. Und da hilft die Spieltheorie ganz wunderbar. Wunderbar. Jetzt würde mich abschließend noch eine aktuelle Frage beschäftigen, wo man das vielleicht auch anwenden kann. Jetzt hat ja vor der Europawahl ein YouTuber noch ein Video hochgeladen, in dem er die CDU etwas kritisiert hat. Und man kann ja jetzt mal sagen, die CDU hat nicht wirklich souverän darauf reagiert. Es sollte erst ein Antwortvideo geben, dann gab es das irgendwie doch nicht. Und dann hat Frau Kramp-Karrenbauer jetzt noch zum Besten gegeben, dass man darüber nachdenken sollte, ob man da so ein bisschen die Meinungsäußerung ein bisschen nicht einschränken sollte, aber einfach mal, dass man darüber diskutiert. Und das Echo war jetzt, dass die Reaktion der CDU nicht gerade optimal ausgefallen ist. Jetzt würde mich fragen, was war jetzt in diesem Fall sozusagen das Spiel und wie hätte man jetzt darauf reagieren sollen als CDU? Also mir fallen jetzt zwei Sachen ein, man hätte es einfach ignorieren können. Oder man hätte natürlich noch einen draufsetzen können und sei mal so ein Antwortvideo machen können. Vielleicht das hätte jetzt ironisch sein können, das hätte auch sehr rational sein können. Wie gewinnt man dann so ein Spiel? Oder gibt's, oder konnte das Spiel gar nicht mehr gewonnen werden? Also, wie viel ist jetzt Spieltheorie? Ja, jede Interaktion ist Spieltheorie. Ja. Aber fühle ich mich jetzt besonders berufen? Also ich glaube, das Entscheidende ist, hier ist Marketing und sowas noch wichtiger. Und was mir in den Kopf gekommen ist als erstes. Ich war Schüler in den Zeiten der Nachrüstung. Ja? Und da gab es ein solches Momentum und so weiter. Und man kann über den Kohl sagen, was man will, aber die Gelassenheit, wie er das ausgehalten hat oder wie er zu dem gestanden hat, ja? Und allein diese,
diese Hektik, diese Unsicherheit. Ja? Also im Endeffekt, wenn man darauf geantwortet hätte und sagt, ich finde es super, dass ihr euch für Politik interessiert, ja? Inhaltlich bin ich ja sowas von auf der anderen Seite und ich würde es auch wahnsinnig gerne ausdiskutieren. Also es annehmen und zur Seite. Aber jetzt in einem Ping-Pong hier dagegen halten, also entweder du solltest so kurz vor der Wahl nichts sagen, keine Chance. Aber ich finde, das ist eher aus Marketing-Gesichtspunkten spannend als jetzt unter spieltheoretischer Sicht, weil es ja nicht so eine richtige Interaktion ist. Also im Sinne von, der eine macht was, dann mache ich wieder was und so weiter, sondern der eine macht was und ich löse mit meiner Gegenreaktion eine Gesamtreaktion aus. Das ist passiert. Das ist ja nicht zwischen denen geblieben, sondern ja, klar, sie hat sich anstupsen lassen und hat falsch reagiert und hat damit eine Welle aus allen Richtungen ausgelöst. Ja? Aber ist lustig, ich habe heute mit meinem Sohn über das Video diskutiert. Wunderbar. Vielen Dank, war sehr spannend, haben wir, glaube ich, einiges reingepackt, war sehr ausführlich, sehr detailliert, hat großen Spaß gemacht. Leute, schreibt doch mal unter das Video, wie ihr die Ausführungen von Herrn Schreiber fandet, wie ihr Trumps Strategie vielleicht auch einschätzt. Glaubt ihr, das ist alles Berechnung oder ist das vielleicht doch ein bisschen teilweise Unberechenbarkeit? Wir freuen uns über eure Likes, über eure Abos und Kommentare. Und jetzt sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.